Für den SKU steht nur eines auf dem Spielplan: Punkte holen. Und so hat die Mannschaft im Heimspiel gegen Oberwart gleich zu Beginn weg druckvoll gearbeitet. Belohnt wird der Ehrgeiz bereits in der 5. Minute. Nachdem der erste Versuch mit Hilfe eines Direktschusses durch Lachmeier am Torhüter der Oberwarter scheitert, braust 4 Minuten später der Torjubel durchs Erdlglasstadion. Lachmeier liefert eine Maßflanke Richtung Vukovic, der bekommt den Ball zum richtigen Fuß und locht ein zum 1:0. Nach etwa 10 Minuten stabilisierte sich die Abwehr der Burgenländer und es entwickelt sich eine offene Partie. Die Gäste kommen immer besser ins Spiel, dennoch sollte den Südburgenländern der Anschlusstreffer nicht gegönnt sein. Ein folgenschwerer Fehler in der Abwehr war die Ursache. Bei einem Kopfballduell mit Perfovi setzte Branjic den Ellenbogen ein und streckte seinen Gegenspieler nieder. Schiedsrichter Heidenreich zögerte nicht und entschied umgehend auf Strafstoß. Und wieder ist es Milan Vukovic, der antritt und den Freistoß in der 39. Minute in ein sicheres 2:0 verwandelt. Beflügelt vom Doppelpack setzt Goliator Vukovic nur wenige Minuten später bei einer Unstimmigkeit des Gegners nach und läuft alleine auf das Tor zu. Ein Heber über den Torhüter und der Hattrick für Vukovic ist perfekt. 3:0 in der 43. Minute. Der Versuch, doch noch aufzuholen, scheitert für die Burgenländer. Auch beim SKU Erdlglas-Amstetten bleibt es nur bei ungenützten Torchancen. Nach einem Konter in der 50. Minute legte Vukovic ideal für Perfovi auf, dieser brachte den Ball aber nicht am Torhüter vorbei. Auch Peham scheiterte kurz darauf aus aussichtsreicher Position am Tormann, während auf der Gegenseite ein guter Kopfball nach einem Eckball durch Patrick Bruckner geklärt wurde. Amstetten wird aber noch belohnt. Mit einem perfekten Angriff dirigiert die Heimmannschaft den Spielverlauf und toppt zu guter Letzt durch ein weiteres Tor. Vukovic trägt sich an diesem Abend nach Zuspiel von Peham zum 4. Mal in die Torschützenliste ein. Somit wird in der 67. Minute der Spielstand auf 4:0 besiegelt. Ja, zum heute vielleicht die Tore in der 3. Minute, das wir haben gemacht, war ein bisschen kontraproduktiv, weil dann 30 Minuten, wir haben uns nicht irgendwie gefunden im Spiel. Ich denke, Ober war da ein bisschen nicht besser, aber ganz Unruhe war da. Aber dann haben wir durchgesetzt wegen unserer Qualität und einfach, wir spielen letzte Zeit so, wie wir sollten spielen von Beginn. Ja, Komplimente an die Mannschaft. Es waren heute Vukovic-Festspiele. Mich persönlich freut es für ihn, weil er immer wieder sehr, sehr hart arbeitet im Training und am Anfang ein bisschen mit sich selbst gehadert hat. Aber heute, glaube ich, ist ihm alles aufgegangen zugunsten der Mannschaft und Kompliment. Wir sind sehr zufrieden, dass wir dieses letzte Heimspiel mit 14:0 gewinnen konnten. Wir haben jetzt 3 Spiele gewonnen. Das ist sehr positiv. Und jetzt haben wir noch 2 Auswärtsspiele und da werden wir uns sehr gut vorbereiten. Ich denke, mit unserer Qualität, wir müssen in jedes Spiel gehen, zu gewinnen. Auch heute war so, Oberwart ist aufsteigend. Wir haben voll Respekt zum Oberwart. Wir wussten, da sind ein paar sehr gute Spieler, aber wir haben einfach gespielt auf unsere Qualität und ich denke, dass bessere Mannschaft gewonnen. Mit diesem Spiel hat sich die Thonhofer Elf wieder auf Platz 4 in der Tabelle der Regionalliga Ost hochkatapultiert und gleichzeitig die Heimsaison beendet. Ja, jetzt spielen wir auswärts gegen Vienna, das ist vielleicht die größte Titelkandidat. Ja, und dann da schauen wir, was können wir machen. Ich denke, dass jetzt mit Selbstbewusst mit 3-mal gewonnen in Folge, mit 9 Punkten in Folge, ja, wir können gewinnen auch da vielleicht. Jetzt muss sich der SKU noch auswärts gegen Vienna und Ebreichsdorf beweisen.